Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sparkle. Eternity meine ich. Ja, und ihr seht schon, dieses schöne Haus im Hintergrund wird heute wahr. In der heutigen Folge werde ich hier die Grundgerüstanlage, würde ich sagen, bauen. Die erste Etage und wahrscheinlich noch den Balkon von hier oben. Halt das Grundgerüst gedönt und so. Und vielleicht hier oben Wände und so alles. Und das Dach auf jeden Fall werde ich im nächsten Part bauen. Ja, Leute, ich habe nur dieses grobe Vorskizze von vorne. Also mal schauen, was ich hinzaubern werde, um hier alles Mögliche hinzumachen. Leute, ich habe es ja angekündigt, dass ich eine Timelapse mache. Es wird wahrscheinlich wieder 2 Folgen gehen, aufgeteilt, weil ich jetzt nicht alles in einen geklatscht haben möchte, weil es dann ewig, eine ewige Timelapse wird. Und ja, Leute, mal schauen, wie das Gebilde wird.
So Leute, ihr habt jetzt gesehen, wie ich den unteren Abteil meines Hauses gebaut habe. Das waren jetzt mittlerweile, glaube ich, irgendwie 2 Stunden ungefähr. Ja Leute, hier, das ist jetzt das Haus von vorne. An manchen Stellen war es ein bisschen komisch, das zu bauen. Zum Beispiel bei dieser oberen extra Etage, weil es hier so aussieht. So mittig ungefähr bei der Tür gefühlt, baut das so. Fängt es irgendwie an und dann zieht sich das nach da hinten. Deswegen sieht es an manchen Ecken ein bisschen komisch aus. Aber ja, hinten wusste ich jetzt nicht genau, wie weit ich es nach hinten ziehen muss. Wegen, wenn man nur von der Seite sehen kann. Und da ist ja dieses Balkonteil gedöhnt, das ja nur bis hierhin läuft. So 6 Blöcke oder so. Und was ist das hier? Da hat wohl wer schlampig gearbeitet, Leute. Es geht so nicht. Aber ja, Leute, dann habe ich hier diese Stelzen gebaut, die auch hier sind. Ja, ich musste erst mal am Anfang ein bisschen überlegen, wie ich das mit dem Holz mache. Und ja, habe ich mir gedacht, einfach, ja, wegen der Länge habe ich mir gedacht, dann machen wir mal hier noch, hier waren 4 und da 7 Blöcke dran. Insgesamt jetzt 11 Blöcke. Passt das, Leute? Man kann es ja jederzeit noch erweitern. Ja, die Räume, Räumabtrennung habe ich jetzt noch nicht gemacht. Die möchte ich dann am Ende machen, wenn das ganze Haus steht. Weil ich wollte jetzt erstmal den groben Hausbau machen. Und ja, und die untere Etage hat schon 2 Stunden jetzt ungefähr gedauert. Und die Festplatte ist auch dementsprechend voll. Ich habe nach bei diesem 1-Stunden-Tag habe ich so, hat das 100 Gigabyte eingenommen. Deswegen habe ich einen kurzen Cut gemacht, um zu gucken, ob das mit dem Platz passt. Muss ich jetzt irgendwie auf eine andere Festplatte ziehen, damit ich, weil ich jetzt direkt noch die obere Etage aufnehme, gucken, ob das tatsächlich alles drauf passt. Leute, wünsche mir Glück. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Abonnieren, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich werde natürlich, wenn das Haus fertig ist, hier noch ein bisschen Sachen verändern. Vielleicht holztechnisch noch ein paar andere machen. 3D technisch einbauen, werde ich alles dann nach dem groben Hausbau, was ich jetzt in den nächsten Part zu Ende bringe, welche alles noch bearbeiten, weil ich möchte auch dann ein bisschen Zeit lassen, weil jetzt baue ich safe noch 2 Stunden dran, dann habe ich insgesamt so 4 Stunden oder so länger, dann keine Ahnung, ist mein Haus gebaut und irgendwann ist Schluss, weil ich habe jetzt schon keinen Bock mehr und muss jetzt noch den nächsten Part bauen. Leute, ich würde einfach sagen, das wär's dann. Und sonst euch nur ciao. Leute. Woo!